Ehrenpflaume ist mal wieder on Tour und dieses Mal aus ganz besonderem Anlass. Es ist nämlich nicht nur ein Tag mit, nein, es sind zwei Drehtage mit Florian Silbereisen fürs ZDF Traumschiff. Welche Rolle ich da spiele, was da alles passiert, warum wir hier in Arizona sind, wo definitiv ja nun kein Meer und kein Hafen in der Nähe ist, das erfahrt ihr alles im Video. Ich nehme euch mit und dann seht ihr mal, wie so eine Produktion abläuft. Also, viel Spaß! Aber das ist ja brutal. Da gibt's ordentliche Rips. So ich glaube, ich muss mal mein Kostüm. Nein, das kann nicht sein. Das ist meine Hand. Er lügt. Morgen. Ja. Das bin ich, der County Sheriff, Steve McCron. Yo. Oh. Wahnsinn! Wo sind wir denn hier? Das ist ja der Hammer. Das ist ein irrer Spot hier, oder? Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Der Weg hierher war nicht ohne, aber wir sind da. Jetzt können wir es ja verraten, Flori, oder? Was denn? Dass wir beide jetzt zusammen Musik machen und hier unser erstes Video genau. drehen. Genau, Country-Musik. Normalerweise das drüber klappen. Ne? Man sollte sich da nicht so hervortun, ne? Dass man sich zu gut damit auskennt. Ja, stimmt. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Wo ist denn der Schlüssel? Habt ihr den Schlüssel? Bist du raus? Habt ihr den Schlüssel? Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Wir brauchen viel Schnittmaterial wahrscheinlich. Ich hatte noch keinen Text. Ach, dein Stück nur Gesicht. Ach, der liebe Junge. Und Schuhe. Ach, du viel Schnittmaterial. Wir haben schon 8 Einstellungen, aber noch keinen Text. Wie viele Folgen hast du jetzt schon gesehen? Das ist jetzt die, Moment, 17 habe ich, 18. oder 19? 18. müsste die, das jetzt sein. Ja. 5. Jahr, 18. Film. Das ist jetzt die 18. Folge. Und wo warst du denn schon überall? Prima auf. Ganz oft. Der erste war Antigua, Kolumbien, Marokko. Südafrika, Namibia waren wir zweimal, Malediven waren wir zweimal, Seychellen. Wer fährt das Schiff denn eigentlich, wenn du es nicht fährst? Ich habe es echt mal ausgepackt. Ja? Ja, das war echt spektakulär. Das fährt sich wie ein kleines Schlauchboot. Okay. Unglaublich. Hallo, der Captain. Ja. Also, das ist noch eine wichtige Frage. Bei der Abschlussszene, wenn das mit dem Feuerwerk, dann das Restaurant und so weiter, ja, ja. Sind da echte Passagiere dabei? Ja, ja. Ah, ja, schon. Okay. Da vorne beim Philipp. Mir tun sie immer leid, weil die bleiben dann wirklich gerne an Bord, obwohl wir gerade so einen schönen Hafen irgendwie erreicht haben, weil das machen wir meistens im Stehen, damit es nicht schaukelt. Und dann denkst du immer, Mensch, jetzt geht doch raus, guckt euch doch was an. Aber andererseits ist es auch schön, wenn sie beim Captain's Dinner dabei bleiben. Und dann, weil das geht dann schon immer einen halben Tag. Muss das ausgelost werden? Oder nee, die können sich ja bewerben oder einschreiben. Und dann dürfen alle mitdrehen. Das macht schon Spaß. Okay, na klar. Das ist für die eingefleischten Traumschiff-Fans natürlich dann das Größte. Geht's los jetzt, oder was? Yeah. 70, 10, die 1. All the enemy. And action. Bet 100 at a time that I'm in a blues. Learn how to live amongst the animals on front of zoo. Said he got a plug on the merch, told him send it through. Lately I've been looking at them prawns like they minuscule. Ooh, hold on, gotta see it through. I might hold a sword or a drake. I got different views, we can't even go. Danke für den Fahrservice. Sheriff, vergiss nicht die 5 Sterne. Ja.
So, mein erster Tag ist durch. Ja, du hast es schon mal geschafft. Ja. Wir sind in 6-7 Stunden auch bei dir. Ja. Wir sehen uns zum Abendessen wieder. Ja. Gestern waren wir um 20 nach 7 oder 4 nach 7 im Hotel und um 7 Uhr geht's los. Und vorher noch Make-up und Garderobe und so. Also, zieht sich. Ja. Aber man dreht ja. Das ist der große Unterschied, muss man sagen, der große Unterschied zwischen Film und Fernsehen. Film besteht ja zum ganz großen Teil aus Warten. Komplett. Ja. Also heute immer halt warten, aber manchmal ist es total entspannt und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Aber hey, gibt also schlimmere Orte. Gern noch mit dir hoch. Cowboy, die Satteltasche. Back to reality. Ja, hier kaum ist Drehschluss, muss ich alle Späße über mich ergehen lassen. So ist es halt. Drehschluss für mich, die anderen müssen noch weiter. Habt ihr jetzt eigentlich, habt ihr jetzt Text gelernt für den ganzen Tag? Oder wie ich habe ja keine Ahnung, zum Glück ja auch nicht viel Text. Da sind sie drin, schau. Da sind die Texte für heute drin. Okay. Nee, jetzt durchgelesen, klar. Ja, aber dann geht man es ja am Set durch, dann nochmal und schauen mal, wie sind die Gegebenheiten vor Ort. Und dann, aber man hat das Grobe natürlich im Kopf, klar. Vieles muss man anpassen einfach, weil es dann einfach nicht funktioniert oder irgendwas, was im Text angesprochen ist, gibt es so nicht. Dann muss man das irgendwie Varianten finden. Ne? Im Idealfall würde man das alles wiedergeben. Ja. So. Hast du eine Technik für Text lernen? Ne, ich lerne ganz gut. Ich habe so ein bisschen fotografisches Gedächtnis. Das es ja nicht gibt, wie wir alle wissen. Ja, aber es ist tatsächlich, ich habe dann den Absatz vor Augen und weiß, da muss noch einer kommen. Und dann kommt er immer wieder. Und der Unterschied ist ja hier einfach, dass du 20 Mal das Gleiche machst. Ne? Und die Szenen sind ja relativ kurz, genau. Du musst ja keinen, kannst ja quasi jedes Mal, könntest theoretisch jedes Mal immer wieder mal reinschauen. Ja, ja. Nur das Gefühl, dass du vorher gerade gespielt hast. Und dann baut die Kamera um, halbe Stunde Pause, du sitzt und fährst gerade runter und ach, jetzt geht's genau da wieder weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Das ist Schauspieler, ja klar. Genau. Da tue ich mich natürlich mit ihm sehr leicht, wenn wir gemeinsam spielen, weil er ist natürlich absoluter Vollprofi und gibt dann immer so viel, dass es dann schön ist zum Spielen. Und da tue ich mich dann leichter, wenn einer da ist, der das wirklich immer wieder bam, 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 und dann fährt man gut mit. Ja. Ihr habt ja Philipp und Eva gestern auch schon gesehen. Philipp macht die Kamera, Eva die Regie. Und da gibt es jetzt natürlich immer Einweisungen für die jeweiligen Szenen, was dann zu tun ist. Und das kann eben auch irgendwo auf so einer Straße sein. Irgendwo im Nirgendwo. Vamonos! Vamonos! Aufbruch! Michael hat hier das Sagen am Set. Einer muss ja sagen, wo es lang geht. We are driving on set now. Some people from Germany asked me to act in a German movie. It's different from my regular day. I think one of the other guys I'm going to shoot with today, his name is Florian Silver Iron. And he's a cruise ship captain in the desert. Wir haben es eben auf der Straße schon mal ausprobiert und die Frau vor mir ist direkt rechts rangefahren. Nein, echt. Genau, also eigentlich würdet ihr, das wäre der maximal, der nächste. Yelling like a breeze on Mars, it was a lonesome. Geht doch. Aber Film ist schon auch viel warten, ne? Ja, sehr viel warten. Mhm. Okay. Immer wieder warten und dann wieder von 0 auf 100 da sein. Mal weniger, mal mehr. Ja, ne? Da freut man sich dann wieder auf das Fernsehstudio. Ja, das ist dann halt doch was anderes. Aber die Abwechslung ist doch schön, dass man alles ein bisschen machen kann. Wie kam eigentlich damals die Erstanbahnung? Also wer ist auf dich zugekommen und hat dich gefragt? Ich versuche die Geschichte ganz kurz zu machen, aber der Wolfgang Rademann war ja ein lieber Freund von mir. Mhm. Und
Der leider verstorbene Produzent. Leider verstorben ist, genau. Der das erfunden hat, das Traumschiff in Deutschland dann. Und als es ihm nicht mehr so gut ging, habe ich ihn besucht, Silvester damals, bei ihm im Zimmer. Und als ich nach Hause ging, hat er gesagt, Florian, du versprichst mir, du gehst mal aufs Schiff, aufs Traumschiff. Und dann habe ich gesagt, das verspreche ich dir. Und das war unsere letzte Unterhaltung, die wir damals hatten. Und dann habe ich dieses Versprechen eingelöst, kam dann mit meiner Band, mit Club 3 als Offizier an Bord und habe dann noch gedreht. Und als dann Sascha Hehn aufgehört hat, war ich irgendwie unruhig und habe gedacht, Mensch, eigentlich wäre das irgendwie was. Und habe diese Idee mal in den Raum gestellt. Du hast dich sozusagen selber entschieden. Ja, ich hab einfach nur so die Idee gehabt und habe gesagt, ich kenne das Team, das war irgendwie toll dort. Und irgendwie wird das passen, obwohl ich wusste, dass es total unrealistisch ist. Allein schon da Aufgaben und dort Verträge und so weiter. Und dann war das aber ein langer, langer Prozess. Ich habe es dann einfach mal in den Raum gestellt und habe es dem Team mal gesagt und vorgeschlagen. Und dann haben wir immer wieder mal darüber diskutiert. Und dann verging ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann hat man sich immer mit den Verantwortlichen auch zusammengesetzt dann und ernsthaft mal darüber diskutiert. Und so wurde dann aus dieser Idee und aus dieser Spinnerei ernst. Ja. Haben die dich dann irgendwann auch richtig gecastet? Ja, wir haben dann uns natürlich aufgetroffen, haben überlegt, wie können wir das anlegen, und ich habe ja dann auch gesagt, ja, Leute, ich bin natürlich jetzt kein ausgebildeter Schauspieler, sondern ich kann für Aufmerksamkeit sorgen und lasst uns doch irgendwie das gemeinsam angehen. Und dann hat man das mal ausprobiert und gesagt, ja komm, lass loslegen. Wo geht man da hin und probiert das aus? Irgendwo am Starnberger See, auf dem Schiff oder wo? Nein. Also Casting in dem Sinne nicht wirklich, sondern einfach, wir saßen zusammen, haben überlegt, wie könnte man die Rolle anlegen, und für mich war klar, ich kann im Prinzip einfach, das ist ja eine und dieselbe Person. Ich glaube, wenn man Traumschiff guckt, dann ist es der Parker, aber es ist auch irgendwie der Florian, und das verschmilzt ja so, und alles andere wäre dann auch ein bisschen lächerlich. Dafür bist du zu sehr Fernsehpersönlichkeit, als dass man das vergessen könnte. Das ist halt so. Ne? Mit Sicherheit. Also, ja. Insofern, nee. Aber hat sich jetzt toll entwickelt, und jetzt bin ich mittlerweile fünf Jahre. Ja, fünf Jahre schon dabei. Oder fünfte Jahr. Sag mal, was ist mit uns heute? Wahrscheinlich sind es Fruchtfliegen. Gleich lernen von gestern. Ja, vielleicht nicht so nah. Und hast du dann irgendein Coaching gekriegt? Also hast du irgendwie? Ich habe dann ein bisschen ausprobiert. Habe mir dann mal so einen Schauspiellehrer, und auch bei einer Schauspiellehrerin war ich mal, habe mir das mal angeschaut. Aber ich muss sagen, am besten funktioniert es natürlich, wenn du es einfach machst. Und ich habe natürlich das große Glück, dass ich ja oft mit ganz erfahrenen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeite. Das hilft. Ja, und da kannst du echt abschauen, und dann lernt man viel dabei. Und das ist wie beim Fußball. Umso besser die Mitspielerinnen und Mitspieler, umso besser spielt man selber. Ich glaube, dass wir bei Bayern eigentlich durchstarten können. Theoretisch. Wir würden da nicht auffallen, sagen wir mal so. Nicht unangenehm. Ne? Nee, aber das macht eigentlich für mich den meisten Sinn. Und wir machen jetzt ja auch keine hochkomplizierten Dramen, sondern man macht hier eben ja das, was da möglich ist, und so macht Spaß. Aber ich habe immer gute Kolleginnen und Kollegen um mich, und dann läuft es ganz schön dahin. Ich spiele jetzt auch nur noch amerikanische Krimis. Dir steht es aber total. Am besten, also hier? Wenn Sie eine Rolle für mich haben, also wenn irgendeiner Zug hat und einen Sheriff braucht, einfach melden. Halt möglichst wenig Text, das wäre mir lieb. Aber ansonsten? Du machst über die Optik. Jetzt nicht aufhalten. Ja, auf. Ich muss mal gucken. Weil Vorsicht, Auto. Es kommen zwei. Die kommen jetzt aus der... Der schaut schon seriös aus, ja? Yeah, that's a film shooting. Yeah. Drive slowly, drive safe. Braucht's noch mehr Beweis? Hm? Hey, du kannst ein Schiff steuern, ich kann den Verkehr leiten. So schnell geht das. Dich halten sich schön am Flughafen. Wenn du zurück willst, knacken bei dir die Handschellen. Das ist Feierabend. Aber du siehst, ja, die Klamotte macht die Musik. Ja, klar. Ja, das ist eine Uniform macht was her. Ja, wenn du so auf der Brücke stehst, wird auch nicht funktionieren. Passiert nichts. Nee, das war ganz witzig. Als Autorität quasi. Ja, voll. Als ich das erste Mal am Schiff war und dann die Uniform anhatte, Passagiere kamen mir alle entgegen, der Kapitän, ja, sofort, das macht natürlich was.
Haben wir auch nicht hinterfragt, ob es noch einen anderen Kapitän gibt, nee, oder? Nee, nee, da war ich erstmal der Kapitän. So. Wir haben sich nur gewundert, auch dass die Crew. Ja. Oh, Captain, hallo. Ganz streng. Passagiere haben sich immer nur gewundert, dass du so viel Zeit beim Essen verbringst. Immer auf Deck 7, schön spazieren gehen in der Wärmepause. Genau. Wer steuert eigentlich das Schiff? Der Typ isst den ganzen Tag nur. Aber das kann ich mir auch vorstellen, das war ja vielleicht am Anfang gar nicht so einfach, weil die Großteil der Crew, die jetzt noch dabei ist, die haben ja auch schon quasi mit Sascha Hehn gespielt und so. Ne? Also, Sieger da wird man. Da wird man schon ein bisschen beäugt erstmal. Ne? Ja, aber ich glaube, immer wie du in den Wald reinrufst, so kommst du zurück. Und ich kann meinen Text, das ist immer das Wichtigste. Ja, genau. Du ja nicht unprofessionell sein. Nee, 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 das ist das Wichtigste. Nicht denken, es geht von alleine. Nein, nein. Und lustigerweise auch Sigi Rauch, der längste Kapitänsinhaber war, der hat mit mir den ersten Spielfilm gedreht. Mhm. 2005 habe ich einen Film gedreht. König der Herzen, da war ich ein Journalist und da war Sigi Rauch mit dabei und der hat immer gesagt, Florian, sitz du hier, wart, entspann, bleib ruhig, weil ich immer diese Ruhe nicht hatte. Und so schließt sich dann der Kreis, dass ich dann später jetzt in seine Rolle reinschlüpfen durfte. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. König der Herzen. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da einen Ausschnitt finden. Da finden wir bestimmt einen Ausschnitt, den wir hier an der Stelle mal zeigen können. Misch dich nicht in unsere Angelegenheit. Na und ob ich mich einmisch? Vielleicht ändert er seine Meinung, wenn er den Kleinen sieht. Da müsste schon ein Wunder geschehen. Und da gibt es immer wieder. Das war ein Kinofilm, nämlich dann. Ja, der ist momentan gerade wieder nominiert. Der wird wieder eingereicht, für die, weil die hier schon da sind. Ich habe es wieder abgegeben. Und wie viele Filme hast du noch mehr gemacht? Nee. War der einzige. Okay. Bitte. Jetzt kommt meine wichtigste Szene. An dieser Szene wird sich entscheiden, wie es mit meiner schauspielerischen Karriere weitergeht. Aber jetzt werde ich Florian und Daniel hier verhaften. Hören Sie, wir sind keine Schwerverbrecher. Wir brauchen doch einfach mal anrufen und schon hat sich die Sache geklärt. Go into the car. Watch your head. Yeah. Man wünscht sich Schauspieler, die weniger überzeugend sind. Ja, stimmt. Endlich kann ich mich mal ausleben. Ja, der wahre Charakter kommt zum Vorschein. Ich muss gar nicht groß Schauspieler. Kann heute einfach mal nur ich selber sein. Ich hasse dieses Typecasting, wirklich. Das ist immer. Deswegen hat er ja zugesagt. Das ist ja der einzige, das war die Rolle, die hat ihm gefallen. Dich mal verhaften. Ja, klar. Aber danke nochmal, dass du uns hier deine Handschellen zur Verfügung gestellt hast. Gebe ich dir nachher wieder. Wir sehen uns im Bondage Club. Ist ja auch ein Verkehr, ne? Als würden wir mitten auf dem Kaiwe stehen. Sag mir alles. Aber die sollen hier guten Eistee haben. Ich bin gespannt. Wir sind doch in Arizona. Oh mein Gott, oh Gott. Hier am Utah sein treffen die 30 dann zum ersten Mal und dann fängt die gesamte Teil hier. Und das ist ja unser Landausflug fürs Kommen. Jede Szene wird natürlich immer in unterschiedlichen Bildern aufgelöst und das ist jetzt hier der Drone-Shot, der einen guten Überblick gibt. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber wir gehen jetzt ins Gefängnis. Kai steckt uns ja, verhaftet uns und steckt uns ins Gefängnis und jetzt schauen wir mal, wo das ist. Soll aber ein echtes Gefängnis sein. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Schubse ich euch da mal rein. Da wir jetzt drin drehen, wird natürlich alles mögliche an Licht jetzt auch gebraucht und aufgebaut. Ist der Raum oder ist der Schatten? Aber das ist ja eine Familienzelle hier. Wer schläft oben? So, bist du damit, willst du da noch irgendwas dazu sagen? Aber eigentlich ist es ganz witzig, wenn du da so. Your friend. Was können wir denn da noch? Stefan Vieringer, da sind wir ganz euphorisch. Wir sind ja eigentlich, wenn der sagt, your friend, dann sind wir ja schon total, wir sind ja total aufgeregt. Gott sei Dank, jetzt so. Stefan Vieringer. Aber die andere, ich sag, die andere Möglichkeit wäre nur, dass er fertig ist und mich so erwartungsvoll anguckt, dass jetzt irgendwas kommt. Und dann so 21, 22 oder so. Und dann, what? Ja. Ja. Tomorrow. Sheriff! Können wir jetzt endlich wieder gehen?
Your friend. Ich Stefan Vieringer. I couldn't reach him. Sie haben nicht... Können wir dann wenigstens mit der Reederei telefonieren? Die kann Ihnen bestätigen, dass wir die Kapitäne der MS Amadea sind. Tomorrow. Was soll das heißen, tomorrow? Sie können uns nicht hier halten die ganze Nacht! Hey! Hey, bleiben Sie hier! Er ist so drin, in seiner Rolle, verstehst du? Das gefällt ihm. Das macht ihn. Aber wenn wir hier rauskommen, Bursche, dann wird's gefährlich. Ja, wie gesagt, ich nehme die mit, die Uniform verdienen wir heute am Las Vegas, ich kann das dazu halten. Achtung! Nice to meet you. Your lips are all mine. Your friend? Yeah. Tomorrow. Was soll das heißen, morgen? Wir müssen die ganze Nacht hier behalten. Der Schauspielerei ist was anders, aber ich muss echt sagen, also den Sheriff, den, da könnte man gleich richtig Angst bekommen. Englisch, ja, da muss er noch ein bisschen dran feilen, aber ich glaube, das kriegt er auch hin. Nach allen Erfahrungen, die du jetzt am Traumschiff gemacht hast, was wird die nächste Rolle? Hast schon was? Für dich meinst du? Nein, für dich. Nein, nein, ich bleib beim Captain. Ja. Ich bleib beim Captain. Die Polizisten und Sheriff-Rolle, die überlasse ich dir. Aber gab's andere Anfragen dazu? Also sehr seriös? Nein, ich habe immer gesagt, ich spiele den Captain. Also, und ansonsten konzentriere ich mich dann wieder auf die Shows. Ja, da habe ich genug zu tun. Wie ist momentan die Verteilung zwischen Filmen, Musik? Naja, ich habe im ersten Halbjahr haben wir ziemlich viel jetzt gedreht fürs Traumschiff, aber normalerweise findet dann gleichzeitig natürlich auch noch eine Tournee statt und auch die Show ist Januar, März. Dieses Jahr waren wir jetzt viel unterwegs fürs Traumschiff, fast 5 Monate. Mhm. Aber zwischendurch natürlich immer wieder die Shows gemacht. Okay. Also insofern, schöne Aufteilung. Und kannst du ein bisschen mitbestimmen bei den Reisezielen, wo es hingeht? Also kannst du sagen, nicht. Da war ich noch nicht oder da war ich nicht? Leider nicht. Aber so langsam sehen wir ein bisschen was. Die letzten Jahre waren wir ja die meiste Zeit in Bremerhaven. Da haben wir nicht so viel gesehen. Jetzt geht es Gott sei Dank wieder ein bisschen los. Und es waren gute Ziele. Nächstes Jahr, ich darf Ihnen noch nicht verraten, aber stehen sehr spannende Reiseziele auf dem Programm. Ja, aber Argentinien soll toll sein. Das ist so ein Sack. War ich auch noch nicht. Da komme ich nochmal wieder, da spiele ich einen argentinischen Polizisten. Ich komme jetzt vielleicht in jeder Folge in irgendeiner Uniform, Polizei. Ja, das sind gute, es sind noch ein paar dabei. Ja. Aber kann ich das auch nicht verraten. Malediven und Biber, besser. Ja. Damit ist Kai abgedreht. Vielen Dank. Ich will jetzt einfach raus in die frische Luft. Ja, wir müssen natürlich noch dazu sagen, wir müssen den Leuten natürlich noch sagen, dass sie jetzt natürlich dann auch die fertige Folge sehen müssen. Jetzt geht es dann richtig los, ja? Genau. Der Sendetermin, seht ihr hier alles eingeblendet, ne? Und wann und wie und zu welcher Uhrzeit im ZDF. Ja, genau. 20:15 Uhr. 20:15 Uhr. Und ansonsten. Lasst euch überraschen von diesem wunderbaren Sheriff Stevie. Steve. Mal schauen, wann und wo wir uns wiedersehen. Wann er wieder auftaucht. Ich habe jetzt schon Angst. Ich gehe. Macht's gut.